alles können. Unser Ausflugstipp führt Sie heute ans Wasser und zwar an den Hangeweiher nach Aachen. Warum stellen wir Ihnen den vor? Der ist besonders schön einerseits und als einer der ersten findet dort die Saisoneröffnung 2014 für die Modellschiffbauer statt. Was da so alles rumschwimmt. Segler hart am Wind. Dampfer von rechts. U-Boot quert. Die Rede ist hier nicht von einem der Weltmeere. Es ist der Hangeweiher im Kaiser-Friedrich-Park, mitten in Aachen. Und das ist ein Rettungsboot! Oh ja. Eintauchen in die Welt der Modelle. Alles, was schwimmt, gibt es selbstverständlich auch als maßstabgetreues Modell. Und die Kapitäne sprechen gerne darüber. Zum Beispiel Teichpirat Michael Schiffer. Er lässt gerade seinen Kosakenkutter taufen. Das Original ist aus dem Jahr 1812. Hiermit taufe ich dich auf den Namen Le Renard. Allseits gute Fahrt. Ja, super. Vielen Dank für die Taufe. Ein großer Moment, denn unzählige Arbeitsstunden stecken in solch einem historischen Segler. Das ist immer ein erhebender Moment, wenn nach 2 Jahren Bauzeit ein solches Schiff fertig ist und dann endgültig zum ersten Mal aufs Wasser kann. Das ist mit entsprechender Nervosität verbunden, weil man gar nicht weiß, ob wirklich alles reibungslos funktioniert. Aber ich denke, dass alles gut geht. Okay. Ist jetzt ein bisschen kribbelig alles. Na dann, Mast- und Schotbruch. Da könnte ein Brand aufgehen. Es sind elektrische Widerstände eingebaut worden. Ich hoffe, dass die richtig berechnet sind. Und wenn das nicht ist, dann heizt sich das Schiff zu sehr auf beim Abschießen der Kanonen und dann könnte es zu einem Unglück kommen. Der Zuschauer lernt. Das sind natürlich keine Spielzeuge im eigentlichen Sinne. Und obwohl auch eine Havarie zum Schiffsmodellbau gehört, es wäre eine Katastrophe. Alles klar bis jetzt. Es funktioniert nicht mit den Kanonen. Es sollte jetzt eigentlich 2 Kanonen abgefeuert haben. Aber die zünden halt nicht. Aber es dümpelt und macht auf dem Wasser eine gute Figur. Die Modellbauer sind sowas wie ein Zuschauermagnet am Aachener Hangeweiher. Zwischendurch mal selbst aufs Wasser gehen mit einem Tretboot. Spielen, relaxen oder Sport treiben. All das kann man prima im Aachener Kaiser-Friedrich-Park. Vor allen Dingen, wenn die Sonne scheint. Und wenn man Glück hat und nett fragt, kriegt man von den Modellskippern Euregio Aachen sogar schon mal eine Fernbedienung in die Hand. Ja, wollen Sie gerne? Ja, gerne, gerne. Die Modellskipper Euregio Aachen sind jeden Sonntag an ihrem Heimatgewässer. Jeden Sonntag zwischen 11 und 14 Uhr. Wem Aachen jedoch zu weit ist, um Schiffchen zu gucken, der findet sicher auch in seiner Umgebung nette Modellbootkapitäne. Beispielsweise am Adenauerweiher in Köln oder am Regattasee im Rheinauenpark Bonn. Die Aachener Modellskipper finden Sie im Netz unter modellbauskipper-euregio-aachen.de.